Folge ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles, rein wissenschaftlich betrachtet, völlig sinnlos. Okay, also machen einfach nur Scheiße. Sinnlosen Quatsch. Oh, das kann ich gut. Das kann ich. Hey, guck mal, ich habe Farbe gemacht. Was macht die? Kannst du damit springen? Oder kannst du springen? Ja, ich würde eher raufspringen, wenn die Plattform unten ist, um da oben raufzukommen. Ja, aber die geht nur runter, wenn der Schalter da ist. Ja, jetzt kannst du raufspringen. Ja, ja, jetzt nicht mehr. Siehst du den verfickten Schalter eigentlich? Ja, aber Enzo, spring mal jetzt auf die Plattform drauf. Jetzt! Jetzt nicht mehr! Alter, ja. Verstehst du dieses... Enzo! Du musst da hoch! Jetzt! Achso, die geht nur jetzt! Jetzt lauf einfach mal rauf! Ah, okay, jetzt... Was jetzt du die ganze Zeit vorhin gemacht hast, du Idiot, Alter! Ja, jetzt hab ich's auch verstanden, danke, Enzo! Ja, dann mache ich das mal. Ah.
nochmal? Ja, so sollte das funktionieren. Ja, da wird es selten schon mal ein bisschen Farbe. Mach nochmal. So, da hinten erstmal die Fläche einebnen. Sehr schön, noch einmal. Dass wir die ganze Fläche da hinten blau haben. Immer das einfach ständig. So. Sehr schön. Ach, jetzt habe ich es auch gepeilt. Okay, mach nochmal. Ja, danke. Au. Au. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Sehr wir nice. Sind so nah dran. Und was macht ihr? Also stellst du dich auf den Schalter oder stell ich mich auf den Schalter? Ich stell mich auf den Schalter. Oh nein. Sorry, aha. Sorry. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Ja, Kind, mir soll es jetzt eben nicht schwer und nötig machen. Hör doch mal auf diese gute alte Klaus hier. Die weiß eigentlich alles. Ah ja. Ist bei dir irgendwie ein Schalter? Ja, kann ich. Ja. Ich hab Angst, Enzo, ich hab Angst. Angst! Machen sollte. Nice, okay. Kommen wir ganz entspannt an. Sauber. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch: weniger tödliche Tests. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können?
da durch. Ja. Ah, sehr schön. Sorry. Sorry. So sorry, ich dachte, du wärst schon safe, aber du warst nicht safe. Aber jetzt musst du durch und genau die Portale setzen ich ab und dann bist du gleich dran. Aber fuck, aber ich kann den Schalter nicht tun, oder? Hab ich hier einen Schalter? Ich brauch einen Schalter. Weil der zweite auf jeden Fall den Schalter drücken muss. Ah, okay. Enzo. Du kannst doch einfach. Ja, ja, warte da mal. Und dann da ein. So, zack, komm her. Oder okay. Nee, nicht komm Schalter her, komm. Drücken. Schalter. Wo ist der? Ah, fuck, der ist da. Achso, ich drücke ihn und jetzt umstellen. Nochmal. Und zurück. Ja, umgestellt. Ja, sonst hätte ich die Farbe nicht bekommen. Nee, warte, es passt doch, oder? Ja, ich hab. Aber, und deswegen, ich musste dich töten, leider, ja. Sonst hätte ich die Farbe nicht bekommen, sonst hätte ich die auch nicht in Höhe getrunken. Okay. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke. Die Remontage einer, der irgendwie so eine psychiatrische Einheit oder Klinik oder so wäre. Kommst dann irgendwie wieder hoch und springst runter.
Lauft einfach mal ganz normal rein. Ah, nein, ich meine halt von oben da ganz normal runterlaufen, nicht ja, ja. Mir schon klar, es war gerade mal ein Epic Fail von mir. B gedrückt, um Springen zu vermeiden, ne? Ist ja auch noch da, mein Portal ist noch da, kannst du alles genauso nachmachen. Achso, deins ist noch da, stimmt ja, Moment. Da einmal rein, dann bist du da oben. Und jetzt musst du da runter. Enzo. Zur Farbe hinsetzen. Irgendwie passiert ein Portal da hinten nicht. Dann setzt es irgendwie hin oder geh da wieder zurück. Ist, geh halt wieder jetzt da, jetzt da, so, jetzt los. Dann schießt man lieber gegen die Wand oder hier gegen. Ja, genau. Oh, das bringt auch nichts. Okay, das hat nicht viel gebracht. Was ist das mit dem da? Oh, jetzt der Moment. Aha, so. Ne, das macht keinen Sinn. Hier kommt es rein. So, jetzt da nochmal. Okay. Ja, dann kannst du hochkommen. Oh, scheiße, noch mal da unter uns. Werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen.
Na, dann geht's. Das war's dann auch schon wieder für heute mit unserem Let's Play Coop in Portal 2. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann guckt euch noch eins meiner anderen Videos an oder schaut einfach mal bei Enzo vorbei. Er wird sich sicherlich auch über euren Besuch freuen. In dem Sinne einfach schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.